Was halten Sie von McKinsey? Ja, sorry, jetzt echt unvorbereitet. Ja, für genau. Wir müssen Waffengleichheit herstellen. Was halte ich von McKinsey? Da können wir jetzt den ganzen Abend drüber reden. Ja. Also ich bin nächste Woche irgendwie eingeladen. Genau, deswegen frage ich Sie, weil ich das weiß. Sie wissen, dass ich eingeladen bin. Genau. Ich kann ja anders fragen. Was hat McKinsey mit Oberammergau zu tun? Eigentlich gar nichts. Also erstmal, natürlich berät ja McKinsey Unternehmen und so. Und ich habe letztes Mal dem McKinsey-Chef gesagt, oder dem Herrn, der da drin, dass ich gesagt habe. Stuchtei. Ja, habe dann gesagt, also natürlich geht es halt in Unternehmen ununterbrochen darum, dass wo ist man am effektivsten, in welcher Stadt ist man am effektivsten, und das Land verödet total. Also unsere Gegend da draußen in Oberammergau wird irgendwann, so sei wir vor der Wende, die Region um Hof, also wir werden irgendwie veröden, und da sollte vielleicht McKinsey einmal drüber nachdenken, dass er vielleicht doch irgendwelche Strukturen schafft, dass am Land einfach da was passiert. Aber da hat man ja noch Hoffnung für Oberbayern. Also wenn Oberbayern dann endlich so aussieht wie Chemnitz, ist doch wunderbar. Ja, dann wäre es vielleicht wieder schöner, oder? Ja. Na, aber lassen Sie uns trotzdem spekulieren. Also es muss ja Brücken geben, also zwischen einer Unternehmensberatung auf der einen Seite und einer, wie soll man sagen, erbaulichen Veranstaltung wie Oberammergau auf der anderen Seite. Da gibt es doch sicher Brücken, die man machen kann, oder Fistelgänge, die man finden kann. Ja, also ich glaube, also 1910 war Leon Feuchtwanger in Oberammergau und hat das Passionsspiel beobachtet und hat gesagt, also es ist schon eigenartig, dass er die Oberammergau über die Passionsspiele immer nur von wirtschaftlichen Belangen her reden hat. Und ich habe gesagt, also wir müssen, das Wirtschaftliche scheint immer noch gesichert zu sein, daraus, wir müssen uns wieder mehr über die Inhalte unterhalten und über das, was wir da spielen und was wir da machen. Also eigentlich versuche ich es eher von den wirtschaftlichen Belangen wegzutreiben auf die inhaltlichen Sachen und auf eine ganz andere Ebene. Ja. Also gut, dann inhaltliche Sachen. Also das Interessante an Religionen, ganz gleich welcher Art. Ja. Das Interessante an Religionsschriften, ganz gleich welcher Art. Und das Interessante auch an Gottesdiensten, welcher Religion auch immer, ist ja das Folgende, dass man immer weiß, wie es ausgeht. Ja. Also man geht rein, macht es durch und weiß, zufrieden, weil das Ende so oder so immer eigentlich gut oder schlecht, wie auch immer, aber jedenfalls vorhersehbar ist. Das ist ja mit den Passionsspielen nicht anders. Also jeder weiß, der reingeht, wie es ausgeht. Mhm. Wie geht man damit um? Also wie bringt man den Leuten sozusagen etwas bei, von dem sie von vornherein erwarten, dass das Ganze in dem Fall mit einer mehr oder weniger burlesque-blutigen Veranstaltung endet? Wie geht ein Regisseur damit um? Ja, sagen wir so, der Ausgang der Geschichte ist natürlich bekannt. Also wie es das erste Mal, ich glaube, ich erinnere mich noch. Wie ich das Passionsspiel das erste Mal gemacht habe, ist ein Freund von mir nach der Pause raus und hat gesagt, ich bin gespannt, wie es ausgeht. für uns ist natürlich schon, wir spielen das da draußen in einer, sagen wir, in einem Umfeld, wo Religion immer weniger Rolle spielt. Also du hast, wir haben da draußen ein Spielrecht, das heißt, du darfst mitspielen, wenn du dort geboren bist oder 20 Jahre dort lebst, heißt dann irgendwie ein Großteil oder ein größerer Teil der Mitwirkenden keiner Kirche mehr zu Angehörigkeit. Heute spielen katholische, evangelische zusammen, heute dürfen die Muslimen mittlerweile auch mitspielen. Also irgendwie hat man da als Regisseur ja schon irgendwie eine Aufgabe, erst einmal diese Geschichte, die doch jeder kennt, irgendwie den Leuten wieder nahe zu bringen, und dann hast du aber trotzdem die Aufgabe, die Leute auch irgendwie zu einer einigermaßen neuen Sehweise zu bringen. Also den Ausgang wissen wir, aber den Weg dorthin oder wie es da hinkommt, da hat sich natürlich vieles eingeschlichen, wo ich sage, da muss sich was verändern. Also wir haben 1934 hat uns Hitler für reichswichtig erklärt und hat gesagt, das ist so wunderbar, wie man sieht, wie dreckig der Jude ist und so, und dass wir halt, dass das Passionsspiel eine total innerjüdische Geschichte ist, dass wir also quasi unsere ganzen Wurzeln da sehen. Das sind ganz viele Sachen, die in der Auseinandersetzung mit der Materie doch ganz spannend sind, auch für einen Regisseur. Also wenn ich Sie so ansehe, würde ich eher jetzt einfach unterstellen, ich bin kein guter Physiognomiker, aber ich würde das erstmal unterstellen, dass Sie natürlich auch leicht bösartige Gedanken haben. Das heißt,
etwas vorsichtiger, bürgerlicher formuliert, leicht subversive Überlegungen, mit denen man auch an so ein Drehbuch herangeht. Wo würden Sie, ob Sie es jetzt gemacht haben oder nicht, aber an welchen Stellen haben Sie Ihre eigenen Tretminen da ausgelegt? Ja gut, ich mein, beim Machen schon verlierst du natürlich deine Naivität von vornherein. Also du stehst eigentlich letztlich alles in Frage. Du kommst mit jedem dritten Dokumentsatz kommst eigentlich in Schwierigkeiten. Ja. Also ich komme schon in Schwierigkeiten, wenn es um die menschliche Darstellung von Jesus geht. Da denke ich mir, ja, er war es und er ist es und ganz. Und dann finde ich, wo fängt man da an? Vielleicht nur ein Beispiel. Ne? Also es gibt eine kleine Erzählung von Franz Kafka. Die geht ungefähr folgendermaßen. In einem Tempel findet regelmäßig ein Gottesdienst, ganz gleich welcher Religion, statt. Dann passiert es, dass immer wieder Panther in diesen Tempel einbrechen und die Opferkrüge leer trinken. Das passiert immer wieder. Bis das Ganze dann schließlich zum Gegenstand des Rituals wird, so heißt es bei Kafka. Und das Interessante ist, dass also der Unfall, was Unvorhergesehenes, in die Liturgie mit eingebaut wird und dann plötzlich eben zum ganz wesentlichen Bestandteil wird. Also gibt es solche Unfälle bei Ihnen auch, von denen Sie sagen, das muss eigentlich jetzt eingepasst werden. Das meinte ich mit subversiv. Ne? Also gibt es sozusagen in dem ganz klaren Weg, und das ist ja nichts anderes als die klarste Route, die je ein Navigationssystem erfunden hat, die klarste Route ist nach Golgatha hoch. Das ist also das Navigationsgerät. Trotzdem kann was passieren in der Zwischenzeit. Und da frage ich danach, gibt es Unfälle, Zufälle, gibt es irgendwelche Abweichungen, Wegabweichungen, gibt es irgendwann Irrlauf in dem ganzen Spiel, dessen Ausgang so klar programmiert ist? Ja, natürlich gibt es einen Haufen, also schon wenn du hergehst und deinen Text reinschreibst, dann suchst du Stellen. Du suchst Stellen, wo du sagst, wo betrifft das, was Jesus sagt, auch die Kirche, wo man dann natürlich versucht, irgendwie plötzlich kriegt man ganz großes Gefallen an Matthäus 23 und denkt sich, ja, so das, was der damals über die Rabbiner und Synagogenmitglieder gesagt hat, das passt auf unsere katholische Kirche auch. Also es macht schon auch Spaß, zwischendrin einfach subversive Gedanken da hineinzubringen und zu sagen, wir sind mit allen Hauptdarstellern nach Israel gefahren und mir hat es irgendwann mit 5 Theologen hinten außenrum total Spaß gemacht zu sagen, da gibt es auch Stellen, wo Jesus über das Kacken spricht, also so, wo sie dann so total zwider und total aus dem Segel kommen oder so. Also die ganze Geschichte in eine Reibung zu bringen, macht natürlich Spaß und da gibt es ganz einen Haufen Beispiele. Und was wäre für Sie jetzt, oder ist das mal passiert, also jetzt auch, sei es auf Proben oder sei es wirklich in Vorführungen, wo tatsächlich so ein Unfall passiert ist, also wo irgendwas zerbrochen ist oder wo in irgendeiner Weise es einen Ausrutscher gibt, wo man denkt, dumm gelaufen? Ja, solche Sachen passieren natürlich ununterbrochen, aber von dem, dass plötzlich Jesus den Nagel rausfällt und der muss seine Hand einfach weiter so halten, wie sie ans Kreuz hinkehrt, bis dass am Hauptdarsteller das Gebiss aus dem Mund raushupft und weit auf die Bühne, sind aber keine Sachen, die dann im Spiel so geblieben sind, also dass man sich so drin lassen hat. Also da passieren jeden Tag natürlich Sachen. Mit welchem ganz besonderen Interesse sind Sie daran gegangen? Also gerade eben vor dem Hintergrund eines relativ renommierten Drehbuchs. Warum ich ans persönlich herangegangen bin? Mein Gott, ich bin total neigewachsen. Ich habe mir als 15-Jähriger in 1977 hat es einen Versuch gegeben, ein neues Passionsspiel zu machen. Da habe ich mich selber zum Regieassistenten gemacht. Ich wollte da rein. Ich wollte, seit ich ein kleiner Bub bin, wollte ich da Teil sein und wollte habe als 8-Jähriger gewusst, ich will nicht spielen wie mein Vater, wie mein Großvater, ich will Regisseur sein. Mir hat immer Spaß gemacht, am Text zu arbeiten. Also ich habe immer erlebt, dass man den Moment, dass man da Menschenmassen über die Bühne schieben kann, dass man denen sagen kann, wie sie es machen müssen. Das hat mich mehr gereizt als alles andere. Und das war halt von vornherein mein
Anliegen. Da haben Sie ja eigentlich eine irrsinnig erfreuliche Sozialisation. Also ich erinnere mich an eine der ersten Rollen, die ich spielen musste. Das war nicht das Passionsspiel, aber das war das Krippenspiel. Gab es natürlich die wichtigen Rollen, Josef und Maria. Dann gab es eine weitere wichtige Rolle, die konnte uns einen spielen, das war das Christuskind. Dann gab es noch ganz wichtige Rollen, Esel und Ochs natürlich. Ja. Und da gab es eine fürchterlich unwichtige Rolle und das war das Gartentor. Und ich musste das Gartentor spielen und mit Quietschen auf und zugehen oder sowas. Haben Sie solche Rollen auch vorgesehen? Ich habe Gott sei Dank, also ich habe solche Rollen nicht vorgesehen und habe solche Rollen Gott sei Dank nie spielen müssen. Da sehen Sie, also es gibt unterschiedliche Laufbahnen. Also hätte ich damals etwas renommierteres und sei es ein Esel gespielt, dann wäre ich vielleicht jetzt auch oder könnte wie Sie ganze Kompanien dirigieren. Aber ist das tatsächlich ein wichtiger Grund, sozusagen feldherrnartig aufzutreten als Regisseur, dass man sagt, nirgendwo wirkt der Befehl so effizient wie beispielsweise im Oberammergauer Passionsspielen? Ja, sagen wir so, ich bin lange Zeit an der Otto-Falkenberg-Schule in München Lehrer und habe gewesen und habe dann mit Schülern geredet und dann ist irgendein junger, aufstrebender Regie-Schüler daherkam und gesagt, er geht ans Theater, weil dort der einzige Platz ist, wo du noch Macht ausüben kannst, also in der Demokratie. Und dann habe ich gesagt, das glaubst du aber auch nur selber, das glaubst du auch selber nicht, du hast ja immer als Regisseur, ich glaube, als Kind hat man da tatsächlich die Vorstellung, ich konnte das alles anschaffen und das macht ja auch Spaß, irgendwie zu arrangieren und Leute weiterzutreiben, aber der spannendere Moment ist ja wirklich, mit Schauspielern Dinge zu entwickeln und Dinge wohin zu treiben und an den Texten zu arbeiten, das ist ja eigentlich der, oder Bühnenbilder zu entwickeln oder so, oder die richtige Musik zu suchen und das richtige Licht zu suchen, das sind ja die viel spannenderen Momente als jetzt irgendwie die Machtausübung, die interessiert dann irgendwann nicht mehr. Wird man denn, wenn man das macht, also ein Amt hat, das ist ein Amt, ja. Und das ist, man könnte ja sogar sagen, das ist ein Hochamt eigentlich, was Sie da zu betreiben haben, wird man da gläubiger oder ungläubiger dabei? Letztlich wird man ungläubiger dabei. Ja, ganz dürfen klar. Sie das laut sagen? Ich habe es ja jetzt gesagt. Ja, aber leise. Nein, es ist schon ganz eindeutig, dass man, glaube ich, einfach, also in der ständigen Auseinandersetzung. Ich meine, es gibt eine gewisse Faszination von mir über die Gestalt Jesus. Ich sehe aber natürlich an jedem dritten Eck dann irgendwann, wie er falsch ausgelegt wird, wie er verkehrt zum Verkehrten gemacht wird. In den alten griechischen Übertragungen heißt es zum Beispiel ständig Metanoite, denkt um. Die Kirche macht daraus, tut Buße. Also das ist also irgendwie so, also man hat eigentlich das Gefühl, diese Figur ist eigentlich ununterbrochen, also durch die Kirche auch missbraucht worden und natürlich stellt man sich ununterbrochen Fragen und man wird nicht frommer dabei. Also fromm oder nicht fromm, man kann ja wegen den verschiedensten Dingen fromm sein. Ja. Ne? Also man kann Liebesgeschichten haben und ist dabei fromm oder sowas. Ne? Braucht man nicht unbedingt ein Passionsspiel. Wenn Sie jetzt das Inszenieren, haben Sie das Gefühl, Sie inszenieren tatsächlich ein religiöses Drama? Oder ist es eher, deswegen frage ich danach, oder ist es eher, oder inszenieren Sie ein Geschick sozusagen? Das ist schwierig, was ist ein religiöses Drama? Das wird dann natürlich der Es gibt ja so wunderbare, es gibt eine große Tradition in Deutschland auch, also des Märtyrerdramas beispielsweise. Die sind alle nach dem, also bei Gryphius oder Lohenstein, die sind alle nach dem Passionsspiel organisiert. Ne? Also Könige sterben wie Christus beispielsweise. Ist ja zum Teil so weit gegangen auf Barockbühnen, dass man auch Hinrichtungen öffentlich auf Bühnen vorgeführt hat, also auf Theaterbühnen. Ne? Also das heißt, es gibt irgendwie eine große Nähe zwischen einem ganz bestimmten blutigen Drama, auch dem, wenn man so will, Splatter, was da dabei ist und so eine Art True-Crime-Inszenierung. Ne? Mir hat aber von vornherein eigentlich beim Passionsspiel weniger der Tod am Kreuz interessiert. Mhm. Natürlich versucht man das auch sauber darzustellen und versucht das sauber auf die Bühne zu bringen. Und ich habe, glaube ich, bei all meinen Textarbeiten an der Sache wirklich so eher um die Ideen, die Jesus in diese Welt hineinbringt, mögen sie religiös oder auch politisch sein, darum ist es mehr zu tun gewesen und auch wichtiger. Und weniger die Frage ist, wie weit ist er Gottes Sohn, sondern eher, was bringt er uns, was sagt er uns, wo will er uns hinhaben mit all seiner Widersprüchlichkeit. Und
bei dieser Veranstaltung jetzt, die hier stattfindet, mhm. ne? Also wo es so um Global Prayers geht, wo es auch um die nicht Elektrifizierung, sondern Religiosisierung sozusagen von Gesellschaften geht, spielt da Oberammer gar eine Rolle? Würden Sie das so sehen? Also ich glaube... Entschuldigung, wenn ich da noch mal unterbreche, aber es gibt ja so Dauerinstitutionen. Ne? Das ist also auf der einen Seite Oberammergau, mhm. Die zweite Dauerinstitution ist Bayreuth mhm. und die dritte Dauerinstitution ist Jedermann in Salzburg. Mhm. Ne? Das sind so eigentlich also Theater für die Ewigkeit. Mhm. Und, zwei davor habe ich gemacht. Deswegen frage ich danach. Ja, also weil ich natürlich an Jedermann auch dachte bei Ihnen. Ne? Ja, aber... Also ich meine, Jedermann, den höre ich Gott sei Dank heuer auf und das ist dann auch wirklich weg von mir. Ja. Irgendwie so, der Jedermann ist eine Veranstaltung, wo man sich halt sehen und gesehen werden und dann kann man ein bisschen so einen kalten Schauder ja. über den reichen Mann, der dann am Ende doch irgendwie bloß beichten muss, dann ist ja. die Welt wieder in Ordnung. Dieses Stück wird nichts verändern auf der Welt. Ja. Und was Oberammergau für eine Rolle spielt, also ich hab viele Leute mitgekriegt, die nach Oberammergau gekommen sind und gesagt haben, sie denken jetzt nein über diese Geschichte nach, aber die Welt wird es nicht verändern, ja. also in keinster Weise. Und ich glaube, dass es auch eine große Rolle spielt in der Religiosität. Aber nochmal an die überaus unmenschliche Aufgabe, die Sie da haben. Und man kann ja sagen, das ist in bestimmten Weise unmenschlich, weil Sie etwas, was immer wiederkehrt, etwas, was immer nach dem selben Protokoll abläuft, etwas, was denselben Ausgang hat, etc., immer wieder neu inszenieren müssen. Mhm. Wie geht man damit um? Also wie verhält man sich zu etwas, was... sozusagen das geringste Kreativitätsreservat haben. Sie können es ja nicht umschreiben, Sie können auch kein episches Theater draus machen. Ja, Sie können jetzt nicht mit Spruchbändern dazwischen kommen, Sie können aber auch keine Operette draus machen. Das ist Ihr Empfinden. Ich hab das erste Mal mit 25 bin ich zum Passionsspielleiter gewählt worden und jetzt beim dritten Mal war ich 49 und ich fand für mich selber spannend, ja. wie man eigentlich immer wieder beim Text schreiben, also mittlerweile wir schreiben zwar immer noch in die Textbücher hinein nach den Texten von Pfarrer Deisenberger, also mittlerweile ist es fast mein Text, ja. Wie man trotzdem immer wieder arbeiten kann, oder wie sich die Gestalt, also wenn man auf Jesus schaut, irgendwie auch in seinem eigenen Kopf verändert. Also als 25-Jähriger war das für mich der Revolution. Und nur der Revolutionär. Nur weil er lange Haare hatte? Nicht, weil er lange Haare hatte, weil ich einfach so das Gefühl gehabt habe, der wollte was bewegen und das kann man nur laut. Und dann 20 Jahre später habe ich einen völlig anderen Blick. Da fallen da plötzlich auch in den Evangelien ganz neue Texte. Aber ich werde nicht schreien, man wird meine Stimme nicht hören in den Straßen. Also ich bin Korkelakör, sondern da interessiert die plötzlich diese Konsequenz, mit der das Leben geht und ganz, ganz konsequent seinen Weg verfolgt. Und die interessieren ganz andere Geschichten und ich glaube, sollte ich es ein viertes Mal machen, was dann sicherlich dann ja. das letzte Mal ist, schaust du ganz, ganz sicher nochmal neu auf die Geschichte und ich glaube, dass halt dieses Stück, du musst das ist ja ganz spannend, in was für einem Umfeld du inszenierst, die Leute in so einem Ort, die diese Geschichte spielen, die werden immer säkularer, die haben immer weniger mit der Geschichte zu tun und dadurch verändert sich diese Geschichte auch immer, man erzählt sie einfach jedes Mal eigentlich von einem neuen Standpunkt aus. Mhm. Aber es gibt ja so bei Regisseuren, auch jetzt, und man kann ja sagen, das ist ein Klassiker, was sie ja. da inszenieren. Und bei Regisseuren, gerade im Umgang mit Klassikern, gibt es ja durchaus eine arrogante Haltung. Man kennt es etwa bei den Inszenierungen von Maria Stuart von Schiller, die sagen, da gibt es massenweise Figuren, die kann man weglassen. Mhm. Da gibt es überflüssige Szenen. Also gerade Schiller muss man zusammenstreichen, sonst kriegt man es überhaupt nicht auf die Bühne. Mhm. Haben Sie da mal und sei es nur ganz unvorsichtig nebenbei überlegt, was man weglassen könnte, was man vielleicht hinzufügen könnte. Also wo lässt sich das in irgendeiner Weise montieren? Es lässt sich nicht so wie der Schiller zerlegen, das ist ganz klar. Und trotzdem kann man ganz, das Ganze ist ja wirklich auch spannend, das ist ja wie so ein Bibel-Potpourri. Wir spielen ja, man bedient sie aus vier verschiedenen Evangelien und du kannst eigentlich jedes Mal die Geschichte irgendwie in sich neu wieder zusammenstellen. Mhm. Auch wenn es nicht
nicht jetzt wie beim Schiller dir das rausstreichen kannst, was du magst. Ja. Also für mich war durchaus eine einschneidende, also als guter Katholik, auch aus Bayern kommend, eine sehr einschneidende. Was? Jetzt. Ich hoffe, dass man es noch hört. Lautstärker. Allerdings von der anderen Seite, Niederbayern. Ne? Und war eine durchaus einschneidende Erfahrung, was also jetzt die Inszenierung von Christusspektakeln betrifft, das Leben des Brian. Und ist Ihnen sowas im Kopf, also dass man Christus am Kreuz nochmal singen hört? Und, also ich fand das einen der wunderbarsten Filme und in Oberhammer kann ich jetzt nicht machen. Was würden Sie sagen, war Ihr eigenster, originellster Einfall in der ganzen Inszenierung bisher? Ja, Sie müssen sich jetzt loben, ganz einfach. Es gibt nicht den einen Einfall. Also da denke ich mir, es gibt Momente, wo man sagt, die habe ich total Menge. Also ich habe irgendwann noch gesagt, wenn der Jesus die Händler aus dem Tempel vertreibt, dann kannst du da nicht stehen bleiben, da muss was passieren. Und ich habe letztes Mal dann einfach irgendwie das Schma Israel vertonen lassen und habe dann das erste Mal bei 400 solchen Gesichtern angefangen, mit denen erst einmal Hebräisch zu lernen. Und habe dann gesagt, so, und jetzt lernen wir mal, also 400 Leute so haben wir, jetzt lernen wir erst einmal Hebräisch, ich erkläre es euch ganz genau. Habe dann auch jemanden da gehabt, der es gelernt hat. Und das war für alle, die dann mitgemacht haben, die sich am Anfang unglaublich gewehrt haben dagegen. Mhm. Warum müssen wir jetzt da auf Hebräisch singen? Also war das einer der berührendsten Momente, wenn man das dann das erste Mal auf der großen Bühne gespielt hat. Und es gibt viele Momente, wo du sagst, die möchtest du nicht missen. Und, aber das ist also der totale Einfall. Mag ich gar nicht, weiß jetzt nicht, ich nenne und soll. Hast viele Einfälle. Was hätten Sie denn gern, welche Frage hätten Sie gern, dass man sie Ihnen stellt? Welche Frage hätten Sie gern, dass ich Ihnen jetzt noch stelle? Ich habe eher eine Frage, wo geht man heute noch gut zum Essen? Also dann stelle ich keine Frage, ich gebe aber auch keine Antwort mehr. Gut. Okay, großen Dank. Danke.